Das sind Michael und Michael Posch und das ist ihr Stall. Kein normaler Stall, versteht sich, sondern hochdigitalisiert und auf dem neuesten Stand der Technik. Was dieser so kann, das wurde gestern beim 4. Symposium Stall 4.0 auf dem Hof der Familie Posch in Schechenhofstedt bei Rosenheim erklärt. Initiiert wurde das Projekt von diesen beiden Herren, Professor Heinz Bernhard der Technischen Uni München und Professor Jörn Stumpenhausen von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Die Zielvorstellung, die wir dabei bei diesem Projekt haben, ist der süddeutsche Familienbetrieb mit 120 Kühen, der vollautomatisiert läuft. Dieser Betrieb sorgt nicht nur in der Region für gute Milchqualität, sondern er sorgt zusätzlich dafür, dass die Region mit Energie versorgt wird. Und welche technischen Besonderheiten dies möglich machen, das weiß Sohn Michael. Durch das Projekt von der TU München und Weihenstephan-Triesdorf sind da verschiedene Sensoren verbaut worden. Zum einen sind es 8 Temperatursensoren und zudem haben sie dann auch noch Sensoren eingebaut, da wo die Bewegungsabläufe von den Kühen überwacht werden. Zu Sensoren, Kameras und Photovoltaik kommt dann noch eine Wärmepumpe, um möglichst viel eigens erzeugte Energie nutzen zu können. Ganz schön viel Technik rund um die Kuh. Es geht aber noch mehr. Das Potenzial ist groß und die Ideen aus Forschung und Wirtschaft zahlreich. Ein Ende ist somit noch lange nicht in Sicht.